zurück. So. Jetzt habe ich eine kurze Pause gemacht. Und wir erinnern uns, wir müssen jetzt Witze sammeln gehen. Das heißt, wir werden wieder zum Tag wechseln. Tja, da müssen wir uns unsere Mückenstiche wohl woanders holen, was? Sie sind also Radiomoderator? Ja, leider ist der Sumpfweg immer noch überschwemmt. Dabei würde ich so gerne wieder auf... Ich sende nämlich aus dem Sumpf, seit die Krähen... Welle Sumpf, Maulwurf Ammer, Maul und... Gibt es Hoffnung, dass Sie bald... Mit all der Nässe, die im Sumpf... Niemals. Jemand könnte sich über meine feuchte Aussprache... Was? Aber ich... Über meine Wässer... Wie werden Sie... Mit... Nein, weil es wirklich... Oh. Mach ich auch... Knack dir eine Nuss... Nein. Ich wollte... Das ist die Richtung. Wenn du mit mir zusammen moderieren willst, so... Giffig? Ja, versuch einfach mal mir eine Vorlage zu geben, die... Ja? Ich... Was soll ich... Was Ah, okay. Also, warum überquert... Das wird... Der Witz kommt. Vertrau mir. Oh, okay. Versuch mal was Passendes für unser Publikum. Dann probieren wir es nochmal. Ich muss dann mal... Auf bald. Und denkt, Welle, Maut und... Jetzt ist das Problem, dass ich nicht weiß, wo ich Witze herbekomme. Wo bekomme ich Witze her? Gib mir Witze. Ich weiß es nicht. Oh, und hier haben wir... Was ist das eigentlich für Zeichen? Wer ist lustig? Vor allen Dingen würde ich ja gern da hoch. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich was wachsen lassen kann. Da ist es immer noch überschwemmt. Gehen wir mal zum Zauberer. Vielleicht können wir ja den... Oh, nur noch 11 Tropfen, Leute. Nur noch 11 Tropfen. Das ist nicht so einfach. So. Reden wir mal mit dem Magier. Wegen der Karte. Diese Karte zeigt dir 4 Portalbäume dieser Region. In einer klaren Nacht kannst du die Karte mit dem Sternenhimmel vergleichen. Vielleicht hilft dir das bei der Orientierung. Drüben an den staubigen Feldwegen und der Brücke über den Kaltwasserbach hat man einen wunderbaren Blick auf die Sterne. Als Schüler musst du diese 4 Portale finden und durchqueren. Dein Lehrer und ich werden dir dabei helfen. Bis später. Pass auf dich auf, junger Baumläufer. Gut, also das hilft uns nicht wirklich viel weiter. Hm.
hier ist ja noch so eine. Die verfolgt uns wirklich. Du bist lustig, kleiner Junge. Okay. Okay. Ich glaube, ich weiß, was wir jetzt mal machen. Nochmal zu dem Maulwurf. Ich glaube, ich habe es falsch gemacht. Probieren wir das mal. Ich sollte mich lieber mit Witzfreunden unterhalten. Mit Witzfreunden? Was sind Witzfreunde, mein Freund? Die lacht uns aus. Witzfreunde. Die Partygäste. Aber mit denen können wir nicht reden. Wir probieren jetzt einfach mal alle aus. Ich sollte mich lieber... Gut, das funktioniert nicht. Oh, aber vielleicht die... Nein! Ich sollte mich lieber mit... Mit Witz freuen. Oh. Junge! Ich sollte mich lieber mit Witz... Ich sollte mich lieber... Jemand, der viele Witze macht. Ich sollte mich... Ich hab keine Ahnung. Ich sollte... Ich sollte mich... Ich sollte mich lieber mit Witzfreunden unterhalten. Ich sollte... Oh Mann, gibt's ja nicht. Pah. Langweilig. Ich bin schon wieder so... Ich habe wirklich gerade keinen Plan. Es ist... Und die Arbeit... Da ist er ja schon wieder. Oh. Hallo du. Wusstest du, dass der Mond für Ebbe und Flut verantwortlich ist? Mein alter Freund, der Mond hat aber nichts mit dieser Überflutung hier zu tun. Und auch nicht mit den wilden Krähen, die diese Gegend am Tage heimsuchen. Siehst du die Lichter jenseits des Flusses? Dort liegt der Anfang der traurigen Geschichte, die Tiere von Mauswald. Ich hoffe, dass sie ein gutes Ende hat. Können wir nicht etwas tun, um zu helfen? Ich fürchte, das liegt nicht in unseren Händen. Aber warte, lass mich dir eine schöne Geschichte erzählen. Aus den Zeiten vor der Überflutung. In ihr besucht der alte Magier von Mauswald das Postamt am Fluss, lange bevor dieser über die Ufer trat. Möchtest du sie hören? Und wir haben die zweite Geschichte. Gefällt dir meine Geschichte? Zwischen den Welten finde ich oft Seltsames. Splitter von Geschichten, die in Vergessenheit geraten sind. Verloren gegangene Anfänge. Und Enden. Vielleicht gibt es auch etwas... Vielleicht kann ich etwas für... So,
sollte... Ich sollte mich... Macht es einem nicht leicht, der junge Mann. Zuckerpflaume, beeil dich. Ich sollte mich... Der kleine Mann läuft über den Stein und anschließend ganz eindeutig mit... Damit bin ich fürs Erste fertig. Gehen wir mal zum Portalbaum. Der Nagel bedeutet wahrscheinlich, dass wir nicht mehr zurück können. Jetzt ist die Spinne weg. Schönes Netz und keine Spinne weit und breit. Die baut sich sicher gerade irgendwo ein viel schöneres Netz. Oh ja, ja, Leute, ja. Ha, wisst ihr, was das heißt? Wir haben endlich ein Netz. Wir können endlich die Puscheln fangen. Voll cool. Jetzt ist er schon wieder hier. Oh, hallo du. Ich dachte, ich wäre alleine. Schleichst du auch gerne nachts durch die Welt? Bewegst dich hinter den Kulissen? Dort finde ich viele meiner Geschichten. Ich kenne auch eine schöne Geschichte über die mürrischen Waldzwerge, die hier wohnen. Möchtest du sie hören? Und wir haben die dritte Geschichte. Gefällt dir meine Geschichte? Zwischen den Welten finde ich oft Seltsames. Splitter von Geschichten. Verloren. Und vielleicht gibt vielleicht... So. Und wir fangen jetzt endlich... Das ist echt eine gute Idee. Aber da komme ich nicht dran. Okay. Nein. Und hepp. Ich bin nicht stark genug, um den Ast zu ziehen. Und jetzt? Das bringt nichts. Die Zwerge haben die Blau, aber bei dem Krach könnte ich nicht schlafen. Da draußen kann man den Wasserfall sehen. Und jetzt? Das bringt nichts. 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 Ich klicke mal wahllos. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Ach, schön, wenn man so die Hälfte weiß. Nein. Das ist echt eine gute Idee. Aber da... Oh, das gibt's doch nicht.
können wir weitermachen und scheitern. Traumhaft. Nein. Und jetzt? Das bringt nichts. Probieren wir es mal nachts. Was dann passiert? Oh, das Tropfen. Nein, der Tropfen ist weg. Okay, den Tropfen muss ich mir merken. Ah, wir können also nur tags damit agieren. Okay. Nein, das gehört nicht in mein Fässchen. Nein, das gehört nicht. Probieren wir mal Kaffee. Zum Beschweren. Nein, das gehört nicht in mein Fässchen. Ich brauche diese dämliche Nuss, aber dafür brauche ich erst Witze und ich muss erst Witzfreunde finden. Kannst du ja zwar nicht denken, aber probieren wir es mal. Ich sollte mich lieber mit Witzfreunden unterhalten. Oder die Steinstatuen sind Witzfreunde. Kann ja auch sein. Ich sollte mich lieben. Oder doch nicht. Ja, liebe Leute, hier mache ich mal einen kurzen Schnitt und eine Pause. Ich muss da jetzt irgendwie erstmal drüber hirnen. Weil ich jetzt nicht wirklich weiß, was ich tun soll. Dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss.